Matt Hamilton, nicht der Laufstärkste, aber gute Pässe. Deshalb setzt Hamilton immer wieder auf ihn. Und Hughes mit der Riesenchance, Tor. Was habe ich vorher gesagt, meine Damen und Herren? Der Hughes macht jahrelang kein Tor, aber gegen Deutschland, da trifft er. Michael Hughes, der beste Spieler schon in der ersten Halbzeit. Ein klasse Fußballer von West Ham United. Wunderbar angespielt. Und als Linksfüßler macht er das ganz geschickt. Da dachte Köpke, der schießt mit links auf sein rechtes Eck, aber er lupft den Ball nur mit dem linken Fuß ins kurze Eck. Hessler, Basler, hoffentlich zum Mann. Schön gespielt von Basler, Hessler. Und Tor, Bierhoff. Der Golden Joker hat getroffen. Die beiden eingewechselten Spieler, und kein Wunder, dass sich der Bierhoff da bekreuzigt. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Baslers bester Pass auf Hessler. Und endlich mal kommt von der Seite ein Pass mustergültig zur Mitte auf den eigenen Mann. Und schon nutzt Bierhoff die Chance zum Ausgleich. Er war 3 Minuten im Spiel, der Oliver Bierhoff. Und macht das. Elmer. Hessler. Wunderbarer Pass von Helmer. Und wieder Bierhoff. Oh! Oliver Bierhoff, der Golden Joker des heutigen Abends. Und wieder Hessler. Aber vorher ein Traumpass von Helmer. Öffnete die Hintermannschaft. Und Hessler, Bierhoff, wie gehabt, wie beim 1:1. Und dieses Mal, meine Damen und Herren, hat er leider so gut er gehalten hat bis dahin, der Davison. Aber schauen wir das erst noch mal in aller Ruhe an. Hessler und Bierhoff macht das heute ganz souverän. Flach mit dem Fuß, nicht etwa wie ansonsten meist mit Köpfchen. Hat er die Bewegungsschwächen nach unten von Torhüter Davison gut ausgenutzt. Nachdem die nordirische Mannschaft 75 Minuten lang mit heißem Herzen gespielt und gekämpft hatte, nutzte die deutsche Mannschaft in den letzten Minuten eiskalt einige Herzklappenfehler in der nordirischen Hintermannschaft. Hessler, gut angespielt von Klinsmann. Basler. Aber er rackert und kämpft, ohne Frage, auch wenn er sehr häufig bei seinen Flanken heute glücklos blieb, der Mario Basler. Und dank Egon Cordes könnte es tatsächlich sein, dass er wirklich mal 90 Minuten auch in der Nationalmannschaft fast volle Pulle gehen kann. Und wer, meine Damen und Herren, wer, Sie dürfen raten, ein Hattrick von Oliver Bierhoff. Und er trägt das Ergebnis auf dem Rücken. 13 steht da, 1:3. Dreifacher Torschütze, Oliver Bierhoff. Wer hat die Flanke gegeben? Natürlich Hessler. Und der Thomas Helmer war mit dem Kopf da vorher noch dran und nickt.